Und da sind wir mal wieder beim Thema Mensch und Natur, wenn man sich das hier so anschaut. Der Mensch ist ja oft sehr fahrlässig, was den Umgang mit der Natur angeht, lebt selten mit der Natur, sondern mehr dagegen. Und hier haben wir schon wieder diese lumineszenten Farben, die finden sich aber auch wirklich überall, an jeder Ecke. Also der Mensch ist ja sehr fahrlässig im Umgang mit der Natur. Und gerade sowas hier ist ja, naja, was soll man dazu sagen, nicht? Das, der Frachter verschmutzt die Natur und es wird einfach stehen gelassen. Also man denkt zu selten eigentlich an die Folgen, die... Was ist das? Ist das ein Computerterminal? Das ist alles ein bisschen merkwürdig hier, finde ich. Also man denkt viel zu selten an die Folgen, die das haben kann, wenn man irgendwelche Prozesse betreibt oder mit den Tankern durch die Gegend fährt und so. Es wird letztendlich dazu führen, dass irgendwann der Mensch die Natur zumindest für sich so weit kaputt macht, dass er nicht mehr drin leben kann unter den momentanen Bedingungen, denke ich. Und es ist sowieso, also ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken über die Entartung des Menschen gemacht. Insofern, dass er von seiner Position als ein Tier auf dieser Welt sich selbst entartet, weil er nicht mehr mit der Umwelt lebt, sondern dagegen, sich seine eigenen Lebensräume schafft und damit eine völlige Überpopulation schafft letztendlich. Und es wird noch weitergehen, diese Entartung, denke ich, wenn das Computerzeitalter noch weiter voranschreitet. Denn ich habe da vor kurzem etwas über Zukunftstheoretiker gelesen, die da so gewisse Prozesse absehen können. Und zwar hat der Entwickler von, der Mitgründer von Dell, war das, glaube ich, mal die Regelung aufgestellt, alle 18 Monate verdoppelt sich die Prozessorleistung von Computern und halbiert sich ihr Preis. Worauf, was bis heute funktioniert, diese Rechnung, das wurde in den 60ern, glaube ich, aufgestellt. Und wenn man dem weiter folgt, kann man davon ausgehen, dass im Jahre 2050 etwa die Computer eine ähnliche Rechenleistung wie das menschliche Gehirn haben werden. Und dann wird unter Umständen auch ein selbstständiges Denken möglich für Computer. Das heißt, der Mensch könnte dann, das ist dann die Frage, ob man das als Lebewesen ansehen kann, denn letztendlich kann es dann ja selbstständig denken. Und ja, es ist halt so eine Sache, ne? Man schafft dann quasi Leben, auch wenn es kein richtiges Leben ist. Außerdem ist man dem Alterungsprozess wohl auf der Spur und bis zum Ende dieses Jahrhunderts soll das wohl auch entdeckt worden sein, soweit, dass man den Alterungsprozess aufhalten kann. Das heißt, die reichen Menschen, die können sich dann einen... There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Ich wüsste jetzt gerade gern, was Hermits sind, ehrlich gesagt. Das werde ich dann aber mal nachschauen. Wo war ich? Jetzt hat er mich rausgebracht. Ach ja, genau, die Alterung. Das heißt, reiche Menschen werden sich dann das Altern verhindern können, quasi. Während wir hier schon wieder seltsame Markierungen sehen. Und werden damit quasi zu Göttern, wenn man so will. Man kann sich dann auch noch irgendwelche Sachen einpflanzen lassen. Also das fand ich sehr erschreckend, dass man so weit gehen wird, dann, dass man sich Mikrochips in den Kopf einpflanzen kann, ins Hirn, um seine eigene Hirnkapazität zu erweitern. Und dann quasi direkt Wissen draufladen kann auf diesen Chip. Genauso wird alles vernetzt sein miteinander. Ich frage mich dann, ob man auch diese Mikrochips miteinander vernetzen wird. Das heißt, man könnte sich dann quasi direkt in das Hirn von jemandem einloggen oder reinhacken. Und das sind schon sehr bedenkliche Entwicklungen, denke ich. Und vor allem kreiert der Mensch sich dann quasi selbst, indem er sich selbst kybernetische Körperteile ansetzt, wenn ihm irgendwas an sich selbst nicht gefällt. Oder er pflanzt sich einen Chip ins Hirn, um mehr Wissen zu haben und kann nicht mehr altern, wenn er das Geld hat, sich diesen Anti-Alterungs-Prozess dann leisten zu können. Und damit entkoppelt er sich vollkommen von jeglichen anderen Lebewesen und das ist doch schon eine extreme Entartung, finde ich. Und ich weiß nicht, ob man das gutheißen kann, sowas. So, jetzt habe ich aber schon wieder genug Abschweifendes erzählt. Ich weiß nicht, bei dem Boot von konnten wir ja nicht hin, wie es aussah, ne? Ich weiß jetzt nicht, was er mit seinem Loch im Boden des Bootes meinte.
Und ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo wir lang gehen können. Davon ging es ja nicht weiter. Ansonsten ist hier eigentlich nur dieser Strand mit dem Schiff und davon sind wir, glaube ich, generell auch nicht nach rechts weitergekommen. Wir können uns aber noch mal ein bisschen hier dem Ganzen nähern und von der anderen Seite drauf schauen. Ich glaube, das steht schon seit ein paar Jahren hier, das Boot. Und überall diese Kisten, auf denen man leider nichts lesen kann, was draufsteht. Ja, wollen wir dann nochmal hier rüber gehen und nochmal ein bisschen genauer bei dem kleinen Boot dort von gucken. Ob man da nicht vielleicht doch irgendwie hinkommt, aber hier scheint der Weg wirklich zu Ende zu sein. Und ich frage mich, ob es mit diesen Steinen und diesen Linien etwas auf sich hat, in der Hinsicht, dass unser Erzähler ja, als wir in der Anfang der zweiten Folge war das, glaube ich, da hat er ja gemeint, dass Linien gezogen werden auf dieser Insel, dass das ein Brauch ist, wenn jemand stirbt. Oder wenn jemand gestrandet ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Ob das vielleicht etwas damit zu tun hat. Und da steht was auf dem Schiff, sehe ich gerade. Das kann ich von hier aus leider nicht lesen. Das in der Mitte sieht aus wie dit. Das wird ja irgendwas Englisches sein. Das können wir uns später vielleicht noch anschauen. So, und hiervon kommen wir nicht weiter. Das ist schade. Da hoch kommen wir auch nicht. Ich würde ja gern zu dem Funkturm hin. Nun, dann gehen wir jetzt nochmal hier vor und schauen uns das Schiff nochmal ein bisschen genauer an. Und ansonsten denke ich, wird es das dann auch schon wieder für die Erkundung der Insel für heute gewesen sein. Da haben wir wieder zwei Folgen zusammen und das ist, denke ich, passend. Ja, und dann sehen wir uns, denke ich, morgen wieder schon. Denn ich möchte die Insel so schnell wie möglich erkunden, ehrlich gesagt. Denn mir gefällt es wirklich gut und ich möchte aber auch nicht weiterspielen ohne euch. Und I solange ich had noch. kidney stones and you visited me in the hospital after the operation when I was still half submerged in anesthetic. Your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Also scheint Esther, an die es ja immer noch gerichtet ist, denke ich, von einem Ertrunkenen überfahren worden zu sein, so wenn ich das richtig verstehe jetzt. Und sein Leiden wird natürlich nur immer größer dadurch. Dass seine Stütze im Leben, so klang es jetzt jedenfalls, weg ist. Und ich frage mich jetzt gerade, sind wir von da gekommen oder von da? Das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen. Das, liebe Freunde, werden wir aber beim nächsten Mal erkunden erst. Auf das Schiff können wir ja leider von der anderen Seite aus nicht schauen, so richtig, um zu lesen, was da drauf steht. Und somit blicken wir wieder auf ein Schiffswrack, wie schon gestern. Und damit beende ich auch diese Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mit mir ein bisschen die Gegend zu erkunden. Und ich hoffe, ihr könnt die Frame-Einbrüche ein bisschen mir verzeihen. Ich werde mal schauen, ob ich daran arbeiten kann. Bis morgen. Und ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen Tag und habt Spaß und wir sehen uns nicht. Also tschüss.